Ich wäre dann soweit, Neuer. Okay. Und zwar. Hoppla, sorry. Was nur? Chaos! 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 Los geht's! Alter, nur Chaos! So wirklich. Ach du Heiliger. Die Herrschaft der Ordnung ist vorüber, Kuhn und Friends. An den Chaosballwerfern kommt niemand vorbei. Wir müssen irgendwie zu der Leiter kommen. Die ganze Stadt wird brennen und Chaosfeuer wird die Welt verzehren. Okay, das offene Rohr. Was, da können wir auch was machen? Ah, für das sind die offenen Rohre da, oder was? Interessant. Nein! Cool, ein Feuerwerk! Dafür sind die Rohre da. Arschloch! Und tschüss. Hey. Oh, ein Feuerwerk kann so gefährlich sein? Dachte schon. Und Kampfvorteil. Ich wollte euch noch ins Gesicht futzen, aber... Verkloppt sie! Ich will wieder Stab der Wahrheit spielen! Hau sie weg, Neuer! Hat er gerade gesagt, er will Stab der Wahrheit spielen? Wie cool. Warte, wir gehen hier... Ja. Die sind im Arsch! Haben die gerade die Stimme von PC... So geht's! Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Wer will verstümmelt werden? Und Kuhn. Und tschüss. Das hast du verdient. Ja. Wir sind wie die Heuschrecken. Autsch. Ah, Cartman, heute Chance. Knie nieder vor Chaos oder verwirke dein Leben. Das packst du, Wunderarsch. Ich hab wirklich nur drei Leben. Jetzt werden Schurken genagelt! Wow. Nee. Achso, du bist mir. Feuer frei! War eine perfekte. Schöner Multischuss, Toolshed! Zu mir! Überrennen wir sie! Aber hinter. Oh, hinter mir. Entropie! Die wird jetzt ganz übersehen. Ich bin immun gegen Fakt, das tut ja doch weh. Fühlt den Zorn von Humankind! Da kommen die noch ins Spiel, oder? Oh, die kann man nicht angreifen. Rückschlag. Die kann man nicht da hinten, die 200. Auf sie, Wunderarsch. Kann man nicht angreifen, interessanterweise. Die haben alle nur... Ach, toll, die haben alle nur mal drei Leben. Ha, nimm das, Bitch. Kuhn am Start. GG, Leute! Ja, aber jetzt kommen wir ja noch. Ich immer noch, Leute. Euer Boss verbrennt hier. Eben, dachte ich mal gerade fast. Warum ausgerechnet müssen es Hunde sein? Was passiert, wenn unsere Laser sich berühren? Fuchsstrahlen zu kreuzen? Me and my laser. Brenn, brenn, brenn! Die wollen sich ganz schlecht machen, dann ist aber hier zu viel. Keine Gnade, Leute! Jetzt rieche ich voll nach Ozon! Wow! Jetzt kommt der auch noch. Aikid, wir kämpfen jetzt! Moment. Nee. So nicht, meine Freunde. Meine mexikanischen Freunde, so nicht. Jeder Schaden zählt. So mit deiner Scheiße will ich öfter sehen. Los, Wunderarsch! Ja, Humankind, da stehst du leider im Weg. Dann eben nur die beiden hier. Ja. Nicht schlecht, Neuer. Du weißt nicht, wie der geschieht, aber es war definitiv der Kuhn. Platz für den Kuhn!
Das läuft genau wie geplant. Hallo, ich brenne hier. Ja, du holst dich schon aus. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Warte mal. Wir geben... Ich glaube, wir geben Karten mal was. Pow! Oh, shit. Kriegt er selbst. Ach, verdammt. Zeit für die Laser! Blödsinn gemacht. Ich bin der Blödsinnmacher. Okay, wir müssen das mit Karten machen. Was für eine hübsche Lightshow. Streng dich mal an, Alter. Au, no mas, por favor. Por favor. Nix damit, por favor, meine Freunde. Ay. El cartón es mierda de verdad. Ja. Für die Freiheit und die Perls. Schön, schöner Abschluss hinten. Ich stehe in Flammen. Haben wir es geschafft? Ja, wir haben gewonnen. Schmerzfinger vom Geier. Alter. Es ist einfach so herrlich skurril. So. Ja, es passt ganz gut, dass Human Kite hier bleibt. Man kann hier einen Sandblaster. Toolshed ist da! Ja! Immer ziemlich synchron, macht sie nicht. Hier ist noch eine Lootbox. Soll das ein Chaos-Thron sein? Eine Alufolie, Kühlchen, Sanduhr. Grandma's Collection. Clothes, okay. Jetzt weiß ich endlich mal, für was die ganzen Rohre sind, Leute. Oh, wir sind auf dem Dach. Alter Verwalter. Shit. Alter, was? Oh mein Gott, er will die ganze Stadt zu Lava erklären. Ihr habt es tatsächlich bis zum Ende geschafft, Coon Friends. Coon and Friends, verdammt, Butters. Und jetzt wisst ihr, dass ihr zu spät kommt. Ganz South Park wird bald bedeckt sein von Lava. Stellt euch das vor, man kann nirgendwo mehr hin. Jeder muss da bleiben, wo er ist. Für immer. Lava im Park, Lava im Dairy Queen. Das wird absolutes Chaos. Komm raus und kämpfe wie ein Mann, Chaos. Oh, ich bin inzwischen viel mehr als nur ein Mann. Ich habe endlich genug Alufolie, um meine bisher größte Waffe zu bauen. Es geht los. Was zum Teufel? Den Mecha-Lakaien Chaos Supreme. Es un trabajo. Oh, fuck, Alter. Macht euch auf euer Ende gefasst, Coon Friends. Coon and Friends, jetzt reicht's. Der Wichser stirbt jetzt. Alter. Besiege den Mecha-Lakai Chaos Supreme. Okay. Das ist euer Mecha-Untergang. Du hast dich selbst übertroffen. Danke. So, dein Zug überspringen wir schon mal. Dein Zug gehört jetzt Coon and Friends. Gleich kriegt ihr Tollwut. So. Natürlich komme ich jetzt nicht ran. Oh! Da gibt's die hohe Hitbox, Leute. Das habe ich nicht mal gespürt. Mein Werkzeug ist bereit. Das soll erwischen. Wie schmeckt dir das? Hey Leute, nicht zu hart, okay? Du kriegst das hin. Ahnung, Riesenboss. What the fuck? Ich kann nicht weiter vor, okay. Dann nehmen Laser wir mal. Wow, in 10 Jahren bist du reif für dein Spin-off. Ah, ich triff ihn nicht. Dammit. Dann laser ich wenigstens den Alufolien. Ich komm da nicht vorbei, verdammt. Dann gehen wir. Nee. Gehen hier hoch.
geht auch nicht, verdammt. Mann, ganz schön heiß hier. Dann gehen wir uns selbst du kannst auf mich zählen! Schild. Mensch, gerade wenn es geht. Ich bin sowas von bereit. Feuer! Raketeneinschlag in T-Minus. Oh, gleich. Ach du Heilige. Flieht vor der brennenden Mechalava. Alter. Was zur Hölle war das? Chaos Supreme hat Erlegungsprotokoll aktiv. What? Hey, was geht da drüben vor sich? Endlich. Hier kommt der Kron. Ich fand's echt klasse. Was meinst du? Okay, kein Platz. Wer hat hier den Abriss bestellt? Holzschlitzer! Ja! Erledigt! Das müsste eigentlich ein bisschen sein, aber es ist gerade mal Phase 1. Leute, meine Beine! Ist gerade mal Phase 1. Komm zurück, Lakaien! Vamos! What the fuck? Madbots? Na gut, Leute, das war ein kleiner Rückschlag, aber keiner hält Chaos auf. Phase 2 einleiten. Oh, scheiße. Wie viele kann ich hier erwischen auf einmal? Nur ein. Weißt du was, wir frieren ihn ein. Ja. Alles okay, Lakaien? Erster immun dagegen? Auch okay, zu und jetzt? Danke! Okay. Starte mich auf Vernichtungszüge. Sind meine Raketen nicht cool? Chaos! Au. Mehr Chaos! Mehr! Ich bin drin! Okay. Das heißt, wir müssen seine Medics vernichten. Kleine Vorwarnung, das wird höllisch wehtun. Ja, machen wir sie platt! Es mi turno? La curación! Hervorragende Arbeit, Lakai! Quiero luchar? Also die du nur stumpf heilen, okay. Huir antes del chaos! Sie heilen ihn! Auf die Heiler! Ja, das habe ich schon vor zwei Runden draufgekommen, danke. Wartet mal. Ja, so bitte genau. Hier für dich, Arschloch! Ich hoffe, du hast eine Schutzbrille! Los, mein Arsch! Geh mal aus der Range. Ich kann. Nee, ich will jetzt das nicht extra auf ihn verschwenden. Ich glaube, du übertreibst ein bisschen. Wie aufmerksam! Habe ich ihn so? Nee. Dann treffen wir wenigstens den Chaos. Darum kümmern sich meine Supreme-Mecha-Chaos-Lakaien schon! Ja. Ha! Halt! Ah, ich hätte Pause drücken sollen und hätte ihn. Oh Gott, Arschlaut hatte ich gefunden. Rein da möchte man echt in die Stratosphäre aufsteigen und diese Kotzbrocken atomisieren! Wir haben Laser rein. Ist das keine reißfeste Folie? Mit Cartman hauen wir noch den letzten Heiler rein. Wenn es mal gehen würde. Verdammt! Warum? Warum blockiere ich mich selbst den Weg? Ich will jetzt nicht extra. Ah, doch, die trifft alle. Sehr gut. In meiner Superschuppe, ich hole dein Kerl. Das spüre ich morgen noch. Ich hol mal mein Werkzeug raus. Wird wohl Zeit für die Tetanus-Spritze. Oh shit. Du bist dran, Neuer. Ab in die dritte Phase. Spitze! Das darf nicht das Ende sein. Zum Glück haben wir drei Phasen geplant. War irgendwie klar, dass es drei Phasen gibt.
Feuer, Chaos! Oh, ich hab keine Kaputtel mehr. Sorry. Bereit machen für fieses Blinzeln. Was haben wir hier zur Verfügung? Hey, das können wir mal austesten. Bereit für ein Wunder? Judenpfadfinder Ehrenwort. Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alles klaren sein. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gehabt haben, aber das ist... Oh Mann, das ist witzig. Mann. Problem war, Ding... Toolshit wäre noch sonst fast draufgegangen. Der gehört mir. Deswegen das hier. Oh, dreimal perfekt. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Ist er noch angewidert? Auf sie! Ja, treffen wir ihn doch los. So, treffen wir ihn, okay. Du bist tot! Ich werde nicht aus den Augen zu schießen, macht das Zielen schwerer! Du schaffst das! Er wird wahrscheinlich eh wieder immun sein gegen meine Statuseffekte von daher. Und Arsch, gib ihn sauber! Ulti ready, nice. Darf ich? Darf ich? Revier markieren! Oh, oh, wie das stinkt! Warte, darf nochmal? Mega, mega Angriff! Wie unfair ist denn das? Bereit zum Abflug! Sehr gut. Ich will dir nichts vormachen, das wird schmerzhaft. Die Ultis sind aber so mega geil. Boom, easy! Das ist so geil inszeniert. Wow, hier unten lebt noch jemand? Jetzt endet der Rest deines Lebens. So, haben wir jetzt Chaos für dich? Ja, wir haben jetzt. Hat das Garagenschlüssel, große Faust des Chaos. Oh, das ist ein großer Ding. Chaosanzug und ein bisschen Kohle. Zeit auszupacken. Von wem hast du das ganze Geld? Butters, wach auf! Ich glaube, er ist tot, Alter. Der ist nicht tot. Wir sollten ihn lieber zur Basis bringen. Ja, kommt. Stecken wir ihn in die Zelle. In die Zelle? Oh, hört mal, es ist ziemlich spät. Ich krieg Hausarrest, wenn ich jetzt nicht gehe. Das hättest du dir vor deiner Lava-Aktion überlegen sollen. Hey, Alter! War toll, wieder mit dir zu arbeiten. Wie in alten Zeiten. Ja, aber... Wie gesagt, das war eine einmalige Sache. Und zwar nur, weil ich Wunderarsch was schuldig war. Komm, Toolshed, komm zurück ins Team. Würde ich ja gern, aber das Freedom Pulse Franchise wird viel mehr Kohle machen. Falsch! Wir werden eine Milliarde Dollar verdienen. Und wir verdienen eine Basilion. Leute, denkt nach. Warum sollte jemand Butters fürs Chaos stiften bezahlen? Wer könnte das sein? Vielleicht dieser Tommy Ned? So, was haben wir für Kostüme jetzt gesammelt? Einen kurzen Überblick verschaffen auf den Abenteuer. Da ist nichts Neues dabei, okay. Hier. Das Outlander-Ding und den Chaos-Anzug. Accessoires haben wir hier. Oh, damit sind wir viel besser. Unsere Augen, Gesichtsbemalung. Unser Make-up. Und Bärte haben wir noch. Hier diesen kleinen Zwirbel-Sandschatz. Was haben wir noch? Also, mich triggert das, wenn ich. Oh. Der Dünne ist nur Rabatt. Wir haben ein großes Artefakt, glaube ich, war das. Was hier oben rein kann. Ja. Die Faust wurde aus den Überresten des Mechalakaien Chaos Supreme geschaffen und besitzt all die Macht, die man für 400.000 Pesos kaufen kann. Oh, böse. Böse, Leute. Echt böse. Oh. Noch übersehen. Ein kleines Artefakt vielleicht? Ah, nein, hier sind hier die kleinen. Hier sind die großen. Aber da habe ich nichts Stärkeres als wie die. Er war so. Immer schon ein Arsch.
Setz dich, Donnerhose. Gibt's hier was Neues im Store? Lebst du jetzt gerne hier unten? Nee. Du kommst wieder. So, dann setzen wir uns mal hin. Und wenn die Person, die Butters bezahlt, gar kein Kind ist? Du arbeitest also für einen Erwachsenen? Ich sag doch, ich kenn seinen Namen nicht. Niemand kennt ihn. Er will alle Gangsterfamilien der Stadt vereinen. Er ist überall. Er hat keinen Namen, kein Gesicht. Er ändert sein Aussehen wie der Wind seine Richtung. Moment, wie war das? Er sagt, eine Revolution steht bevor. Und die Finsternis unserer Herzen wird unser Untergang sein. Ach du Scheiße. Er ist der Befreier. Er kennt die wahre Schwäche der Toleranz. Sein Kommen wird eine Flut des Chaos mit sich bringen, wie die Welt es noch nie gesehen hat. Oh mein Gott. Kann das sein? Nein, es ist unmöglich. Was ist unmöglich? Es gibt nur eine Person, von der ich weiß, dass sie sich so leicht verkleiden kann. Und diese Person könnte auch ein Motiv haben, South Park zu zerstören. Wer? Mitch Connor? Oh nein! Nein! Wer ist Mitch Connor? Katniss' bescheuerte Handpuppe! Du weißt, dass Connor meine Hand nur für seine Zwecke benutzt hat. Er gab sich als Jennifer Lopez aus, die Tacos und Burritos liebt. Als dann die Tarnung aufflog, wurde er verhaftet, konnte aber fliehen. Aber warum sollte er South Park zerstören? Und woher hat er die ganze Kohle? Halt's Maul, es ist nicht Mitch, scheiß fucking Connor! Bist du dir sicher? Nein, Kyle hat recht. Es kann nicht Mitch Connor sein. Connor kam bei der Explosion einer Ölplattform in Alaska um. Scheiß drauf, ich geh ins Bett! Ja, gute Idee, Humankind. Geht mal lieber nach Hause, es ist schon spät. Wir treffen uns dann morgen wieder. Nach der Schule. Und jetzt die Nachrichten, die Sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park! Der Selbstjustizler von South Park hat wieder zugeschlagen. Diesmal in einem Meth-Labor in einem U-Storage-Lagerhaus. Mehr dazu von einem Zwerg mit Fedora. Tom, 6 Personen wurden heute Nacht verhaftet, nachdem der Selbstjustizler ein Meth-Labor in der Lagerhalle hinter mir auffliegen ließ. Laut mehrerer Augenzeugenberichte waren die Fürze des Selbstjustizlers so fürchterlich, dass sie das Raumzeitgefüge zu zerreißen schienen. So einen Furz hast du noch nie gehört, Mann. Erst furzt er mir auf den Schwanz und dann war mein Schwanz irgendwie 20 Sekunden in der Vergangenheit. Endlich stellt sich mal jemand gegen das Verbrechen in dieser Stadt. Wenn Sie mich fragen, diese Leute haben es alle verdient, angefurzt zu werden. Ich finde, er ist eine Bedrohung. Wie lange wird es dauern, bis das Kind radikal wird und eine Schule oder Kirche hochjagt, hä? Wie lange, bis aus Captain America Captain Ideology wird? Hä? Der dritte Captain America-Film? Wie lange war das? 6 Jahre? Ungefähr 6 Jahre! Dutzende Demonstranten versammelten sich vor dem Polizeirevier, als ein Haftbefehl gegen den Selbstjustizler erlassen wurde. Diese Stadt wird nicht zum Opfer maskierter Kreuzritter, die nachts herumschleichen und Leute anfurzen. Wir empfehlen allen Bürgern, sich zu bewaffnen und sich gegen diese rektale Unterdrückung zu wehren. Ja, ich bin's. Niemand weiß irgendwas über das Kind. Nicht die Rasse, nicht mal, ob's ein Junge oder ein Mädchen ist. Was sollen wir tun, Sir? Streckt einfach weiter die Drogen und den Alkohol. Ich kümmere mich drum. Dieser Deal wird langsam brenzlig. Wieso ist die Bürgermeisterin noch im Amt? Sie wollten ihre Ruhe haben, Commissioner, um das zu tun, was sie lieben. Dafür habe ich gesorgt. Bleiben Sie einfach ruhig und bald werden alle genau das kriegen, was sie wollen. Hey du, warte mal! Du bist neu hier, stimmt's? Ich heiße Wendy. Willkommen an unserer Schule. Das Problem, von dem Coldall erzählt hat? Es ist schlimmer. Die Handelskammer will den Selbstjustizler unbedingt loswerden. Kennst du die Klos im Park? Da will sich Coldall mit dir treffen. Jetzt gleich. Na, jedenfalls schön, dass du hier bist. Müssen wir uns wieder verwandeln? Ja, dürfen wir. Ach, falsche Richtung, sorry. Siehst du, hat sich gedreht und dann andere Klamotten an. Bescheuert. Oh Mann. Alle Kuhnfreunde sofort zum Kuhnversteck. Wiederhole, alle Kuhnfreunde sofort zum Kuhnversteck. Wohin des Wegs? Soll ich jetzt schon zum Park, oder?
Ich glaube, ich sollte mal erst. Bau keine Bruchlandung! Ich glaube, wir gehen erstmal zum Park. Bitte schön. Schauen wir uns an, was das Call geil ist. Hallo, Neuer. Mitch Connor! Schön, dass wir uns kennenlernen. Ich bin Mr. Syndikatschef Obermotz. Und du furzt ständig meine besten Leute an. Sind wir zwei denn so verschieden? Wir wollen beide das Beste für die Stadt. Ich weiß, du hast sicher zu tun, aber komm doch mal auf einen Plausch bei mir vorbei. Ich bin bei den Sodo-Sopa-Ruinen. Mal ehrlich, was haben dir die Kuhn-Freunde schon zu bieten? Wo? Soda Pro Steed mit Mitch Connor, okay. Interessant. Aber erst einmal mit Carl gerne treffen. Dann schauen wir zum Kuhn-Versteck und dann schauen wir, was Mitch Connor von uns will. Oh Gott, Penner! Meine Eltern haben letzte Nacht zu viel getrunken. So lustig! Hey! Wow. Warum läufst du weg? Mein Ausschlag ist nicht ansteckend! Ich lauf doch nicht weg. Ich kann nicht ran. Gerechtigkeit von oben! Ach, verdammt, ich wollte eigentlich, wollte jetzt Human... also Ding nicht dabei haben. Super Craig, sondern eher mehr an Mosquito, weil der meiner Meinung nach stärker ist. Tank brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das gibt garantiert eine Narbe. Den drückt sich der Kopf. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Danke, so muss ich ihm nicht selbst den Finger zeigen. Ja, komm, stell's euch schon auf. Sehr gut, du schockst ihn mit. Perfekt. Oh, wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ja, ja, wenn wir dazu kommen. Human Kite, startbereit! Sind deine Laser auf Auftauen gestellt? Gib mal mehr Gas, Human Kite. Alter, kümmere dich um deinen Scheiß. Wird mir nicht egaler sein. Das habe ich kaum gesehen. Der ist down. Sehr gut. Oh, rein, Neuer. Hier steht wieder so perfekt da. Dass er nicht reinhauen kann. Wow, ich bin fast beeindruckt. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Der hat noch weniger. Dann haben wir ihn um. Verblutet, welch ein Abgang. Ich sag mal auf für dich, Alter. Autsch. Der Kite bringt das Leid. Kinderspiel. 215. Ich hätte es auch ohne euch geschafft, aber danke fürs Zuschauen. Jetzt sind die Penner auch noch hinter uns. Eieiei. Ei, ei. So, noch ein Spitz. Okay, da war's nix. Hey, wo bist du, Wunderart? Ich glaube, du bist vielleicht in der falschen Toilette. Oder ich vielleicht. Sorry. Okay. Sehen die Cheese. Ich finde es falsch, dass Cisgender dasselbe Klo benutzen müssen. Das muss echt schlimm für dich sein. Naja, egal. Hör mal, ich habe ein Problem. Ich bin wie du, ein Außenseiter. Ich habe auch mitgekriegt, dass die Erwachsenen in unserer Stadt sich immer seltsamer benehmen, aber keiner hört auf mich. Ich habe dann mal die Instagram-Profile von allen verglichen, um irgendwelche Zusammenhänge zu finden. Und da ist es passiert. Jemand hat meinen Datenvolumenvertrag deaktiviert. Mein Handy ist tot. Egal, wer das war, er muss dafür bezahlen. Ich stelle den Mobilfunkanbieter zur Rede. Ich kann das nur nicht alleine. Ich brauche dabei deine Hilfe. Nur du allein verstehst mich. Okay. Haben wir gesagt, wir sind cisgender? Kann das sein? Wo ist denn eigentlich T-Mobile?
Wo war die Minimap? Es gab doch eine Minimap, oder? Egal. Wo müssen wir hin? Hier einfach weiter, okay. Also runter. Nee, wir sind schon unten. Foto-Dojo. Hey, da oben ist eine Kiste, was wir noch nicht gelootet haben, Leute. Durch Freeman's den Selbstjustizler Tacos. Haben wir was, an das wir glauben können. Haben wir mit Muschern? Ja, haben wir schon. Hab heute neues Zeug. Kauf es, solange es heiß ist, dann kannst du es später kalt essen. Der Gluten-Necromator. $40. Alter. Wie kann ich wüssten? Alter, da kann man sogar irgendein Ding kaufen für eine neue Zeitkraft. Aber das ist mir ehrlich gesagt zur Zeit noch ein bisschen zu teuer, muss ich echt sagen. Nimm einfach irgendwas, im Magen kommt sowieso alles zusammen. Aber das ist in Ordnung. Ah, jetzt haben... Ich bin ja auch ein Idiot, Leute. War hier irgendwas? Alles klar, Kumpel. Wusstest du, dass morgen Freeman Schauspieler ist? Nee. Hat einen guten Scheiß gespielt. Nee, auf das wäre jetzt nicht kommen, Tolly. Alter. Ah, shit. What? Alter, ist die schwer. Gerade mal 2 Sterne geschafft. Okay, wir warten mal ab, weil ich weiß, dass die Ding auch so um die $60 oder was kosten. Hier können wir ein Selfie machen.